Das ist doch wie so ein bisschen spitze. So, jetzt aber hurtig, hurtig ab in dieses dämliche Städtchen. Oh nö, das ist es dahin. Ah, dieses Boot kann ich dafür wohl nicht nutzen. Was ist denn das da hinten? Gar nichts. So aus wie ein Zelt. Naja, gut, dann halt nicht. Eine richtig hübsche Lagune. Da hinten sitzt doch was. Das ist wieder bloß ein Stein. Gar nichts, suche ich bloß einen Baumstamm. Ach, nicht mal ein Stein, ey. Kleine Waschbären. Nichts ahnend. Also die Animation hätte man auch dann irgendwann mal sparen können. Irgendwelche Pilger ausräumen. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Goodie, goodie, goodie. Anscheinend soll ich hier rein. Und irgendwas ist hier. Na, kannst du dich nicht weiter umsehen? Es kann hier hochklettern. Was völlig sinnlos ist. Naja, okay, dann halt nicht. Aber wie nett der schon klettern kann. Ohne jemals eine Assassinen-Ausbildung genossen zu haben. Ein rüpelhafter Mann. Mal sehen, wer das ist. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Ja. Und damit ist Assassin's Creed 3 auch zu Ende. Verschwinde! Ich werde nicht gehen! Na toll, und jetzt muss ich bestimmt auf diesen scheiß Schornstein hochklettern. Und zu regnen fängt es auch noch an. Könnten es uns natürlich völlig unabhängig von diesem grünen Kringel auch in dieser Scheune gemütlich machen. Oh, Pferdchen gibt's hier. Hab ein kleines Pony-Pferdchen, muss ich neu beschlagen. Na toll, dann hätte ich ja viel schneller das Zeug sammeln können. Ich muss ein Lager erschaffen, das sollte reichen. Den Joint hat er ja doch nicht aufgeraucht. Na.
Naja, naja. Ja, jetzt fehlt dir die Ausrüstung, Junge, weil du nicht aufgepasst hast. Ach, natürlich. Was sag ich? Da ist es ja wieder. Den Mann zu einem Gespräch übrigens. Sagen, das klang aber stark nach Wolf. Aber es ist bloß dieser röchelnde Gaul. Mensch, bin ich ausgeschlafen. Auf, hier ist die Polizei! Bist verhaftet! Sünder! Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Versuchen Sie, durch die Hintertür zu gehen! Na, geh du durch die Hintertür. Idiot. Idiotenkringel. Ich spreche immer noch die Polizei, die ist eine Razzia. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Ich komme hoch. Ha! Komm mal hoch. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter. Du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Was ist der denn? Der ist doch halb Soldat, halb Indianer. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Niemals, nicht im ganzen Leben. Ach, ey. Du alter Mann. Schutz in den Ställen suchen. Platsch. So einfach wirst du mich nicht loswerden. Jetzt müssen wir hier wohl ein paar Tage hin und her rennen. So, Schütz, Schütz. Oh. Oh. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Ach süß. Boah, da sind noch mehr. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor?